Seit vielen Jahren ringt Europa um eine gemeinsame Linie in der Migrationspolitik. Das Thema zeigt ja besonders deutlich, wie zerstritten die EU teilweise ist. Vor rund einer Stunde hat sich das Europäische Parlament nun auf eine Asylreform geeinigt. Das Ziel, Migration soll besser gesteuert und begrenzt werden. Warum das Vorhaben so spaltet, verdeutlichen folgende Punkte. Die Reform hat vor allem die EU-Außengrenzen im Blick. Dort sind einheitliche Verfahren geplant. Asylbewerber, die kaum Bleibechancen haben, sollen abgeschreckt werden. Die EU kann sie künftig ganz legal in Lagern festhalten, bis über ihre Anträge entschieden ist. Außerdem soll ein neuer Mechanismus die faire Verteilung aller ankommenden Flüchtlinge in der EU regeln. Länder, die sich weigern mitzumachen, die müssen anders helfen, zum Beispiel mit Geld. Ulf Röller. Es sind diese dramatischen Bilder von Hilfesuchenden im Mittelmeer, die anklagen. Die Todeszahlen sind erschreckend. Eine Antwort ist seit Jahren dringend nötig. Letztes Jahr, 2023, war das tödlichste mit mehr als 8.500 Toten. Im letzten Jahr haben mehr als 1 Million Menschen einen Asylantrag in der EU gestellt, der höchste Wert seit 2016. Im Parlament bekommt der Migrationspakt eine Mehrheit. Nach jahrelangem Streit verschärft Europa das Asylrecht und die Grenzkontrollen. Die Menschen erwarten von uns, dass wir die zurückschicken, die kein Bleiberecht haben. Darum geht es beim Pakt, die Migranten, aber auch unsere Grenzen zu schützen. Wir bekommen ein geregeltes Asylsystem. Begleitet die Abstimmung von Protesten, die Kritiker befürchten, dass die EU das Recht auf Asyl zu stark einschränkt, stimmt dagegen, rufen sie. Das taten die Grünen im EU-Parlament, obwohl ihre Minister in Berlin dem Migrationspakt zugestimmt hatten. Flüchtlinge verschwinden nicht einfach, wenn man sie einsperrt oder wenn man sie noch schlechter behandelt. Migration ist einfach eine Realität, der wir uns stellen müssen und sich dieser Realität zu stellen, das macht der Asylpakt eben nicht. Migrationskommissarin Johansen hat den Kompromiss verhandelt. Sichtlich erleichtert, dass Europa sich endlich einig ist. Und wir wollen das jetzt weiter vertiefen mit Ulf Röller in Brüssel. Ulf, wann greift die Reform und was bedeutet sie für die Migration nach Deutschland? Also die Reform hilft nicht sofort, sondern es dauert etwa 2 Jahre bis 2026, bis der Migrationspakt in Kraft getreten ist. Und dann denke ich schon, dass er hilft, weil man verschärft eben die Außengrenzen Europas, kontrollieren wird, die illegale Immigration eben zurücktreiben wird und einschränken wird. Und davon profitiert Deutschland dann schon und eben auch von diesem sogenannten Solidaritätsmechanismus, dass die, die dann nach Europa kommen, besser und gerechter verteilt werden. Deutschland gibt ja sehr viele auf. Davon könnte Deutschland dann auch profitieren. Ulf, und unabhängig von Deutschland, wird die Reform denn generell etwas bringen? Ich glaube, es kann nur ein erster Schritt sein. Das hat die Debatte auch immer wieder gezeigt und das wurde auch immer wieder gesagt, weil das große Thema ist, dass die Illegalen, die man dann abschieben will, eben nicht zurückgenommen werden von ihren Heimatländern. Und deswegen versucht die EU eben mit diesen Heimatländern Rücknahmeabkommen zu schließen. Das sind teilweise schwierige Länder, wenn es um Menschenrechte geht, wie Tunesien und Ägypten. Aber wie gesagt, das wird gemacht. Und wenn das dann klappt, mit Heimatländern ein Abkommen zu schließen, dann könnte dieser Migrationspakt im Zusammenhang mit diesen Rückführabkommen stärker sein und wirklich helfen. Vielen Dank für die Einordnung nach Brüssel. Ulf Röller war das für uns. Jetzt zurück nach Deutschland. Paragraph 218. Schon der Begriff allein polarisiert. Es geht um Abtreibung. Noch stehen Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch und sind mit Ausnahmen grundsätzlich strafbar. Ob das aber so bleibt? Am Montag soll dazu eine Expertenkommission Empfehlungen abgeben. Wie die Diskussion schon Tage vorher Fahrt aufnimmt, dazu jetzt Bernd Bentin. Freiburg am vergangenen Freitag. Abtreibungsgegner organisieren eine Demo. Abtreibung sei Mord, steht auf den Plakaten. Das Leben wird uns von Gott gegeben und darüber können wir nicht entscheiden. Paragraph 218 besagt, Abtreibung ist strafbar, aber sie wird in den ersten 12 Schwangerschaftswochen und nach eingehender Beratung nicht bestraft. Eine Expertenkommission der Bundesregierung zweifelt an der grundsätzlichen Strafbarkeit. Im Bericht, der dem ZDF vorliegt, heißt es,
Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsabbruchs in der Frühphase der Schwangerschaft ist nicht haltbar. Frauenberatungsstellen begrüßen diesen Vorstoß. Eine solche Regelung jetzt umzusetzen, würde helfen, die Erfahrungen von diesen Menschen, die Beratung und die Versorgung endlich von dem Gewicht der Kriminalisierung und Stigmatisierung zu befreien. Die Union ist strikt gegen eine Neuregelung. Außerdem stellt sie die Unabhängigkeit der Kommission in Frage. Es ist total untypisch, dass bei ethischen Fragen die Regierung die Opposition nicht mit einbezieht, dass wirklich Expertinnen und Experten nur von den drei Parteien, SPD, Grünen und FDP, festgelegt werden und ja, geliefert wie bestellt. Die grüne Familienministerin fordert schon lange, den Paragraphen 218 neu zu regeln. Aber auch die Ampel weiß, wie sensibel das Thema ist. Äußern will man sich erst, wenn der Bericht am Montag vorgestellt wird. Heute nur so viel. Dem Bundeskanzler ist sehr daran gelegen, dass das Thema mit der nötigen Sensibilität und dem nötigen Respekt diskutiert wird. Sie wissen, dass das ein Thema mit einem großen Potenzial zur Polarisierung ist. Es besteht keine rechtliche Notwendigkeit, weder eine europarechtliche noch eine völkerrechtliche, Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland komplett zu entkriminalisieren. Aber der Gesetzgeber kann es tun. Er hat einen großen Spielraum zu entscheiden, ob Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland bestraft werden oder nicht. In Freiburg gab es die Demo der Abtreibungsgegner. Ebenso groß war die Gegendemo der Befürworter. Ein Thema, das spaltet. Jetzt zu einem gerade stattfindenden Termin mit Konfliktpotenzial. Es geht um den Koalitionsausschluss und Und da sprechen die Ampelspitzen ja regelmäßig auch über das, was nicht so gut läuft. Viele haben den Eindruck, dass es immerzu Streitpunkte zu geben scheint, wie etwa aktuell zwischen FDP und Grünen bei der Kindergrundsicherung. Aber, so berichtet es Lars Bonsack, bei anderen Themen gibt es auch überraschende Durchbrüche. Eigentlich hätte man vom Kanzler heute einen entspannteren Gesichtsausdruck erwarten können, hat seine Ampel doch eine Einigung bei zwei heftig umstrittenen Themen erzielt. Gegen die lange aufrechterhaltene Blockade der FDP soll die Mietpreisbremse nun doch bis 2029 verlängert werden. Der Schutz von Mieterinnen, gerade in Gegenden, die sehr teuer sind, ist für uns eine Frage der Gerechtigkeit. Deswegen ist es jetzt erst einmal gut, dass die Verlängerung der Mietpreisbremse auf den Weg gebracht wird, so wie in der Koalition eigentlich auch schon lange vereinbart war. Auch der Streit um die Vorratsdatenspeicherung ist vorerst beigelegt. Gegen den Willen vor allem der Innenministerin von der SPD soll künftig das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren angewendet werden. Das bedeutet nämlich, dass bei schwerer Kriminalität Verkehrsdaten bei den Providern gesichert werden, sodass sie für spätere Ermittlungen genutzt werden können, für den Fall, dass man sie braucht. Das ist eine Verbesserung der rechtlichen Situation. Koalition ist halt immer nehmen und geben, heißt es aus der Ampel. Die SPD sieht die Einigung als gutes Zeichen. Man muss schon sagen, dass diese Blockade schon einiges belastet hat und dass natürlich jetzt ein gewisses Aufatmen auch da ist. Das ist ein wichtiges Signal in dieser Woche, dass die Ampel auch bei diesen schwierigen Themenfeldern jetzt vorankommt. Wie weit die Ampel vorankommt, wird vielleicht schon der Koalitionsausschuss zeigen, der zur Stunde im Kanzleramt tagt. Themen, die weiter strittig sind, gibt es zur Genüge. Kindergrundsicherung, BAföG-Reform, Digitalpakt 2.0, alles von einer Einigung noch weit entfernt. Sprechen wir über die Koalitionsharmonie mit Shakuntala Banerjee in Berlin. Shakuntala, gibt es nach der Osterpause eine neue Formel für bessere Zusammenarbeit? Naja, eigentlich gibt es ja schon eine alte, an die der Kanzler vorgestern noch einmal erinnert hat, nämlich weniger öffentlich streiten und gemeinsam gefasste Beschlüsse dann auch gemeinsam tragen und zur Not auch verteidigen. Aber wir sehen zum Beispiel bei der Kindergrundsicherung, wie schlecht das gerade funktioniert. Da stellt die FDP jetzt noch einmal die ganze Sache grundsätzlich in Frage, verärgert damit die Grünen. Das Thema steht heute offiziell nicht auf der Tagesordnung beim Koalitionsausschuss, aber dass es sicher irgendwo zur Sprache kommen wird, davon kann man ausgehen. Denn eine ganz große Überschrift ist die gemeinsame Zusammenarbeit. Wie will man weitermachen in den kommenden Monaten, vor allem bei den großen Aufgaben, die man sich da selbst gestellt hat? Da ist zum einen die Wirtschaftslage, die möchte man gerne verbessern. Da sind sich alle drei Koalitionspartner einig. Nur die Rezepte dafür, die gehen dann doch sehr weit auseinander. Und dann gibt es die nötigen Haushaltsverhandlungen für den Haushalt 25, wo ein zweistelliges Milliardenloch zu stopfen ist. Und auch da sind sich die Koalitionspartner alles andere als einig, wie das am besten zu tun wäre. Die FDP hat in der Osterpause da schon mal ein paar Vorschläge in den Raum gestellt, damit noch einmal rote Linien gezogen, die SPD und Grüne zum Teil nicht erfreuen dürften.
viel Stoff für 2 bis 3 Stunden, die man sich heute vorgenommen hat. Ob das reichen wird, ist eine Frage. Auf jeden Fall kann es aber ein neuer Anlauf werden, um mal zu schauen, ob es mehr Koalitionsfrieden gibt. Danke für die Einschätzung nach Berlin, Shakuntala. Es gibt Hoffnung im Fall der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Heute wurde ein neuer Investor vorgestellt und dabei handelt es sich um einen alten Bekannten. Das kanadische Unternehmen Hudson's Bay Company war von 2015 bis 2019 schon mal Eigentümer von Galeria Kaufhof. Jetzt wollen die Kanadier, die zur US-Investmentgesellschaft NRDC gehören, gemeinsam mit dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz bei Galeria einsteigen. Aber Experten, die sind eher skeptisch. Und warum, erfahren Sie von Torge Bode. Er will den Galeria-Konzern vor der Pleite bewahren, der Unternehmer Bernd Beetz. Zusammen mit seinem, wie er sagt, Freund Richard Baker, Chef der US-Investmentgesellschaft NRDC. Dieses Konsortium will nicht weniger als das Kaufhausgeschäft in Deutschland retten. Der größten Konkurrenz, dem Onlinehandel, sagt Beetz heute den Kampf an. Ich bin kein Freund von Online. Wir haben ein ganz anderes Konzept. Wir glauben in das Warenhaus, wir glauben in die visuelle Präsentierung von Marken, die Anfassbarkeit, und das ist unsere Stärke. Also wir werden nicht versuchen, Amazon zu sein. Mehr als 70 der 92 Filialen sollen erhalten bleiben. Welche geschlossen werden, dazu heute nichts Konkretes. Auch nicht, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen werden. Die Gewerkschaft warnt aber vor einem radikalen Stellenabbau und dessen Folgen. Fehler, die die Unternehmer Beetz und Baker gemacht hätten, als sie vor Jahren schon einmal die Geschicke im Konzern gelenkt hatten. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass reine Kostensenkungsprogramme, Personalabbau, Filialschließungen eben nicht dazu geführt haben, dass Galeria auf Erfolgskurs gekommen ist, sondern man muss den Fokus aufs operative Geschäft lenken. Und da haben wir auch eine deutliche Erwartungshaltung gegenüber den neuen Eigentümern. Das klassische Kaufhausgeschäft in Deutschland, seit Jahren rückläufig und in der Krise. Auch der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof wird sich neu und anders aufstellen müssen, um zu überleben. Handel ist wichtig, aber Handel tut es nicht mehr alleine. Das heißt, es geht darum, eine Mischnutzung zu realisieren, wo wir Handel auch verbinden mit anderen Themen. Arbeiten, Wohnen, Freizeit. Nur so wird es eine Chance geben, die Immobilien der Innenstadt in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Dass das den neuen Investoren gelingt, viele Wirtschaftsexperten bezweifeln das. Ins Kino. Essen gehen oder eine Woche pro Jahr in den Urlaub fahren. In Deutschland kann sich das mehr als jeder Fünfte nicht leisten. Laut Statistischem Bundesamt waren im vergangenen Jahr 21,2% der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das entspricht 17,7 Millionen Menschen. Besonders betroffen sind Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund. Gegenüber dem Vorjahr blieben die Werte nahezu unverändert.